Ich begrüße euch in mein Tageshoroskop am 2. August 2017. Ich habe jeden Tag die Tageshoroskopen und die Tagesenergie vermittelt. Die Tagesenergie war nichts anderes als eine Kurzfassung von den Tageshoroskopen. Aber die Essenz war immer dasselbe. Ich habe das verändert. Ab jetzt hat anderen Inhalt. In Tageshoroskopen vermittle ich nach wie vor die Tagesenergie, wie das auf dem einzelnen Tierkreiszeichen wirkt, mit mythologischen Geschichten dazu. Im Tagesenergie habe ich etwas verändert. Ich habe das gesamte kosmische Energie und ich beschreibe, wie in welchem Bereich und welche Art und Weise wir täglich das nützen können, unabhängig von den einzelnen Tierkreiszeichen. Also hat ein ganz anderer Inhalt jetzt. Und für den heutigen Tag. Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Skorpion, hat eine zunehmende Mondphase. Es wirkt immer noch dem Sternbild Schlangenträger. Dieser Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt. Und dieser Asklepios hat ein Kind geheilt. Und dieses Kind ist ein Honigtopf reingefallen. Dann kamen zwei Schlangen. Der eine Schlange trägte der Gift in sich, der anderen Schlange der Heilkräuter. Und Asklepios musste eine wichtige Entscheidung treffen, mit welchem Mittel heilt das Kind. Das bedeutet für unseren Tag, wir treffen wichtige Entscheidungen. Asklepios hat die richtige Entscheidung getroffen und hat mit dem Heilkräuter das Kind gerettet. Diese Geschichte erzählt uns auch eine andere Botschaft. Die Lüge, der Gift, kommt immer honigsüß verpackt. Wenn wir das glauben, dann fallen wir in einen Honigtopf und sind wir Kinder und brauchen wir auch Heilung. Und das sollen wir beachten im heutigen Tag. Mond bewegt sich ziemlich schnell und kommt noch in Verbindung mit Antares. Antares ist die königliche Stern, so haben die alten persischen Astronomen etwa vor 5000 Jahren bestimmt. Das ist das Herz der Skorpion, wirkt aber in diesem Bereich Schütze, wo sich gerade die Mond bewegt. Das heißt, wir sollen an unserem Herz, unserem Herzensangelegenheiten hören und nach Gefühl handeln. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist es wichtig, an den Herz hören, die richtigen Entscheidungen treffen, die richtigen Schritte machen, bei Gesprächen achtsam sein und die Frage stellen, ist es wirklich die Wahrheit, was für Informationen kommt, dann auch die Sehnsüchte, Wünsche, Träume, auch Angst nehmen, das in Form zu bringen, keine Angst von Veränderungen und die inneren Gleichgewicht halten. Was bei den Schützengeborenen Kraft gibt, das ist die Lebensfreude und da brauchen die Schützengeborenen kein Schuldgefühl, weil das befreit gerade. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen geht etwas zu Ende. Sie brauchen auch einen Ausgleich zwischen Pflicht und Arbeit und zwischen Freizeit und Lebensfreude, weil das gibt die Kraft, das gibt das innere Gleichgewicht bei den Steinbockgeborenen. Es gibt eine Situation, was die Steinbockgeborenen als ungerecht empfinden und es bringt die Steinbockgeborenen aus dem Gleichgewicht. Eine dritte Person kann bei diesem Angelegenheit helfen. Bei Tierkreiszeichen Wassermann geborenen ist die Kraft, die Mut und auch die Begeisterung da. Wichtige Thema, die liebe Partnerschaft, da fühlen sich die Wassermann geborenen noch etwas unsicher. Aber sie haben momentan die inneren Gleichgewicht und es hilft zum Erfolg.
Wichtig ist die Gelassenheit und alles spielerisch betrachten und was die Liebe Partnerschaft betrifft, im Vertrauen bleiben. Bei Tierkreiszeichen Fischen geborenen ist noch eine Wandlung, ein Reinigungsprozess oder ein Heilungsprozess. Sie fühlen sich momentan etwas eingeschränkt. Viele Erinnerungen kommen von Vergangenheit, sind Wunden, alte Wunden oder Enttäuschungen. Das benötigt auch Heilung. Die nächste Zeit wird wichtig sein bei den Fischengeborenen, die Liebe, Partnerschaft und es kommt im Fluss. Und die Fischengeborenen, die alleine sind, haben Möglichkeiten, Chancen, jemand kennenzulernen. Vielleicht nicht heute, aber es ist zum Erwarten. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein wichtiges Thema die Berufung. Viele Wiedergeborenen haben neue Ideen, auch die Klarheit, auch die Kraft und Mut, beruflich etwas verbessern oder beruflich verändern. Viele Wiedergeborenen starten gerade die Selbstständigkeit. Und die Energie hilft dabei, das zum Erfolg zu bringen. Die Gespräche, die verunsichern etwas die Wiedergeborenen. Eine Reise wird auch eine Bedeutung sein. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist auch ein wichtiges Thema die berufliche Situation und auch die Finanzen. Die Kontakte, Termine und Gespräche helfen dabei, das in Form zu bringen. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig die Befreiung. Befreiung von bestimmten Freunden, Bekannten oder von einem Verein oder von einer Partei. Also das sind die zwischenmenschlichen Kontakte, was die Zwillingsgeborenen gefangen hält. Und das sollten die Zwillingsgeborenen überprüfen und auch mal Nein zu sagen oder etwas kündigen oder eher zurückhaltend sein. So bekommen die Zwillingsgeborenen mehr Luft und mehr Leichtigkeit. Heute sollen die inneren Gleichgewicht achten. Bei den Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist eine gute Nachricht zum Erwarten. Wichtiges Thema ist bei Krebsgeborenen die Liebe, Partnerschaft und das kommt jetzt im Fluss, das kommt jetzt im Vor. Aber auch die Bekanntenkreis, Freundeskreis, weil das erweitert sich momentan bei den Krebsgeborenen. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig, Kraft und Mut zu zeigen. Aber bei bestimmten Situationen ist es klug, eher zurückhaltend sein und in die nächste Zeit immer hinter den Kulissen schauen. Etwas ist heute da, was die Löwengeborenen begeistert und gibt wieder Kraft. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen, sie fühlen sich heute ein bisschen eingeschränkt. Für einen Neuanfang ist das nicht der richtige Augenblick, also die Jungfraugeborenen sollen etwas geduldig sein. Wo die Jungfraugeborenen aber Glück haben, das ist die Liebe, Partnerschaft und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Bei Jungfraugeborenen ist immer noch wichtiges Thema die Werte, auch das eigene Selbstwertgefühl und da fühlen sich die Jungfraugeborenen heute etwas beschränkt, kommen Einflüsse von außen und es verunsichert heute die Jungfraugeborenen. Aber ein bisschen Geduld, das verbessert sich, beruhigt sich wieder. Bei Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist wichtig die Leichtigkeit, die Begeisterung. Und diese Begeisterung ist spürbar. Und die Waagengeborenen haben gerade auch die Kraft und die Mut, etwas verändern, verbessern, etwas in Bewegung setzen. Was die Waagengeborenen aus dem Gleichgewicht bringt, das ist eine rechtliche Situation oder die Ungerechtigkeit. Und das möchten die Waagengeborenen in Ordnung bringen. Die Waagengeborenen sollen erkennen, dass jemand beschützt gerade die Waagengeborenen und gibt Unterstützung. Also eine dritte Person kann dabei helfen, das in Ordnung zu bringen. Es wirkt ein Stern von Bärenhüter und dieser Stern besagt,
dass Unterstützung und Hilfe werden die Wagengeborenen in einer rechtlichen Situation bekommen. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen ist wichtig die Sicherheit, Stabilität. Was für die Skorpiongeborenen Kraft gibt, das ist die eigene Zuhause, die Familie, die eigene vier Wände. Aber die Skorpiongeborenen sollen auch erlauben, mal fröhlich zu sein. Diese Lebensfreude, das gibt auch weitere Kraft für die Skorpiongeborenen. Es gibt Einflüsse von außen, das begeistert die Skorpiongeborenen. Und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. In den kommenden Tagen kommt mehr Klarheit, kommt auch etwas in Form. Und das war mein Tageshoroskop. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich auch Beratungen anbiete und ich freue mich auch auf die Kontakte und die Kontaktdaten werde ich gleich einblenden. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.